der Initiative RAW Kulturensemble. Wir setzen uns für eine behutsame und stadtteilorientierte Entwicklung des RAW Friedrichshain ein. Wir kommen nun gerade am RAW Friedrichshain vorbei, eines der letzten unbebauten Orte im Südkiez, bei dem der Bezirk mit dem Stadtteil planen könnte. Jedoch wurde vor 3 Wochen in der BVV Friedrichshain-Kreuzberg unser Einwohnerinnenantrag für den Erlass einer städtebaulichen Erhaltungssatzung abgelehnt. Gleichzeitig, kurz vor der Sommerpause, aber ein Aufstellungsbeschluss abgenickt, der ca. 150.000 Quadratmeter Neubau auf dem RAW vorsieht. Das sind unter anderem 2 Hochhäuser, eins vorne an der Warschauer Straße und eines an der Modersohnbrücke. Ein weiterer Gebäuderiegel noch an der Warschauer Straße, in dem Einzelhandel rein soll. Die große Fläche in der Mitte des Geländes soll ebenfalls bebaut werden. Eine dringend benötigte Grünfläche soll es nicht geben. Stattdessen vertikale Begrünung. Die Kurt-Gruppe verlangte bis zum Sommer einen Aufstellungsbeschluss, sonst gibt es keine neuen Mietverträge für die soziokulturelle Nutzung, beziehungsweise werden sie sonst aus dem Dialogverfahren ausgestiegen. Viele Mieterinnen werden derzeit nur geduldet, unter anderem der Kinderzirkus Zack und der Kulturverein RAWCC. Bei den Klettern und Skatern laufen die Mietverträge zum Ende des Jahres aus. Davon hat sich die Politik treiben lassen und einen vermeintlichen Kompromiss zugestimmt, der zwar 30 Jahre Mietvertrag für die Soziokultur vorsieht, dafür aber auf dem Rest des Geländes einen Konsumtempel mit großflächiger Büronutzung in Kauf nimmt. An diesem Vorgehensweise wird wieder mal deutlich, dass eine stadtteilorientierte Planung unter privatwirtschaftlichen Voraussetzungen nicht umsetzbar ist. Und deshalb fordern wir Berlin auf, der Kurt-Gruppe ein Kaufangebot zu machen, das sie nicht ablehnen können. Denn wir wollen, dass der Charakter des RAW Friedrichshain mit seiner städtebaulichen Eigenart erhalten bleibt und seine Funktion als Naherholungsgebiet nicht verloren geht, sondern ausgebaut wird, sodass ein RAW für den Kiez anstatt eines Begehbar- und Anlagedepots entsteht. Jo. Wer Interesse hat, bei unseren nächsten Aktionen mit dabei zu sein, der kann gern zum Lauti kommen oder uns eine E-Mail schreiben. Wir haben eine Internetseite raw-kulturensemble.de oder ihr kommt einfach am 10. Juli 19:30 ins Crack Bellmer zu unserem nächsten Inni-Treffen.